Jo, meine lieben Freunde, heute begrüße ich euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute reagieren wir, wie ihr vielleicht hier im Hintergrund schon seht, auf den GTA 6 Trailer. Der ist ja gerade vor knapp 45 Minuten rausgekommen, beziehungsweise gestern, je nachdem wann ich das Video eben hochlade. Ja, gleich zu Beginn möchte ich mal sagen, es handelt sich hier nicht um einen fertigen, kompletten Trailer. Also nicht Gameplay-Trailer oder so, sondern es wurden einzelne Szenen aus dem Trailer rausgeschnitten und wieder zusammengewendet. Und ja, diesen haben wir eben jetzt als Trailer bekommen. Dann möchte ich auch noch gleich mal erwähnen, es gibt ein paar Leute da draußen, die behaupten, dass GTA 6 nicht für den PC rauskommt. Da kann ich euch den Schock nehmen. Leute, das ist totaler Schwachsinn. GTA 6 wird genauso auf dem PC rauskommen. Es wird nur länger dauern, bis es auf dem PC verfügbar ist. Grund dafür sind zum Beispiel Mod-Menüs. Ja, wir auf dem PC haben eben ich will es jetzt eigentlich nicht Pluspunkt nennen, aber für viele ist es eben Pluspunkt, dass wir eben modden können. Es wird vielleicht ein paar Tage oder ein paar Wochen dauern und dann ist ein Mod-Menü draus und wir können alle Easter Eggs raushauen oder so. Und das will halt eben Rockstar Games vermeiden. Was ich auch gut finde, weil es nimmt einfach so ein bisschen den Spielspaß am Spiel, wenn man dann schon alle Easter Eggs kennt. Und genauso der Preis, viele sagen ja da draußen, der Preis wird mehrere hundert Euro sein, das ist auch totaler Schwachsinn. Also klar, es kann möglich sein, aber ich persönlich, ich halte es eher für ein Gerücht, weil, ja, die müssen ja das Geld auch irgendwie reinholen. Und wenn sie jetzt das Spiel für, keine Ahnung, 200 Euro verkaufen, gibt es weniger Leute, die das kaufen, anstatt eben, wenn sie es jetzt für zum Beispiel 50 Euro oder so verkaufen, dann kauft es natürlich wieder mehr Leute. Und ich denke, den größten Betrag, den werden sie sowieso durch GTA Online wieder reinholen. Klar, GTA Online wird etwas dauern, aber ich denke, es wird auf jeden Fall nicht so sein, dass es übelst überteuert ist. Und ich würde jetzt sagen, ich starte einfach mal hier das Video und wir reagieren dann auf das, was wir eben sehen. Kleiner Fun Fact am Rande. Viele von euch wissen, dass es das GTA 5 seit 10 Jahren draußen ist. Das heißt, ich war vor 10 Jahren einfach 18 und es ist echt heftig so. Also ich denke mir so, ja, so lange ist es doch jetzt voll her, ne? Aber es ist einfach eine riesenlange Zeit. Also ich starte jetzt einfach mal hier das Video und wir schauen dann einfach. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Ja, das sieht ja schon wieder sehr geil aus. Also Rockstar Games präsentiert. Gut, wow. Also alleine schon hier, das, was wir jetzt hier sehen am Strand, finde ich, ist eine sehr geile Grafik. Also ich persönlich finde es wirklich viel, viel besser als GTA 5, die Grafik. Aber die Grafik ändert sich ja auch mit den Jahren. Und was wir eben gerade gesehen haben hier mit den Tieren, ich finde es cool. Vielleicht wird es in GTA 6 jetzt wirklich richtige Tiere geben. Also nicht so ein Hund-Katz-Maus-Scheiß, sondern Tiere, also auch Vögel oder halt eben hier, ich weiß gar nicht, was das für Tiere sind, ich glaube Flamingos. Wäre echt mega geil, genauso wie hier diese kleinen Moore, nenne ich es jetzt mal. Und dann haben wir ja hier gerade eben die Häuser gesehen. Das heißt, also ich würde mich sehr freuen drüber, wenn es mehr von diesen riesengroßen Hochhäusern gibt, weil im Fünfer zum Beispiel, es gibt vielleicht drei, vier große Häuser und das war's aber dann auch. Und so riesengroße Häuser, die machen einfach mehr Bock. So, keine Ahnung, stell dir vor, du stehst hier oben oder hier und snipest einfach komplett durch die Gegend. Das ist, ja, ich denke, da werden viele von uns wieder einen riesengroßen Spaß dran haben. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wir waren jetzt eben hier. Genauso soll es wahrscheinlich dann wieder Jetskis geben. Und dann hier einen schönen Hafen. Natürlich wieder Autowerkstatt und sowas.
Finde ich geil bis jetzt. Auch hier so, also die Map, die wird ja wirklich gefühlt 130 Mal so groß. Ich habe ja, oder ihr habt wahrscheinlich auch schon so einen kleinen Map-Ausschnitt gesehen. Ich finde die Map, die released wurde, beziehungsweise geleakt wurde, ich finde die so geil. Die ist so riesig und sieht einfach wunderschön aus. Ja, ich bin da einfach schon wieder mega gehypt drauf, auf diese Map vor allem. Und ja, ihr könnt mir gerne mal, also mich würde es auch interessieren, was macht ihr als erstes, wenn GTA 6 draußen ist und ihr euch das Spiel geholt habt? Was macht ihr als erstes in-game? Würde mich komplett interessieren. Haut's mal unten in die Kommentare rein. Alter, wie geil! Diese Grafik, Leute, diese Grafik ist wirklich bombastisch, finde ich. Also, klar, Krokodil. Ja, klar, man könnte jetzt sagen so, die Grafik ist ein bisschen komisch, wird kein PC schaffen, habe ich nämlich auch schon Kommentare im Internet gesehen, dass da Leute sagen, die Grafik schafft kein PC. Das ist meiner Meinung nach auch Schwachsinn. Also schaut euch mal so eine RTX 4090 zum Beispiel an. Die wird das hundertprozentig schaffen. Natürlich auch noch mit dem passenden Prozessor und so weiter hinten drin. Aber das Hauptstück sind ja bei PCs die Grafikkarten. Und da wird die RTX 4090 auf jeden Fall punkten. Mit ihren 24 GB VRAM. Also ich denke, das könnte auf jeden Fall ein PC schaffen. Das ist cool. Okay, diese Szene hat mir gerade ein bisschen so Vibes von Dead Island oder so gegeben. So ein bisschen Zombie-mäßig. Aber gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Bis hierher. Klar, es ist jetzt nur so ein kleiner Ausschnitt vom Trailer, sage ich mal. Beziehungsweise vom Gameplay. Aber echt geil. Auch hier hinten im Hintergrund sehen wir ja die Monster Trucks. Und die gab es in GTA 5 jetzt zum Beispiel auch nicht. Würde ich mega feiern, wenn es die im GTA 6 geben würde. Also so richtige Monster Trucks. Nicht so ein Ford Ranger Kopie-Ding. Aber mal schauen, wie es dann wird, wenn eben das Spiel komplett draußen ist. 2025 ist ja noch ein Jahr hin. Well, look who's back. Okay, das ist auch ganz cool. We're gonna get through this. Is by sticking together. Nice. Being a team. Was ich gleich auch sagen möchte, ich würde es mega feiern, wenn man in-game, also wenn man dann selber spielt, wenn man da so diese Kameraschwenkungen wie gerade eben im Auto auch erleben könnte. Wäre voll geil. Oder GTA 5 in VR zocken. Das GTA 6 meinte ich. Wäre auch wieder so ein richtig geiles Ding. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es eventuell möglich ist, weil GTA 5 kannst du auch mit ein paar ja, Extras und so in VR zocken. Und das würde einfach nochmal einiges ausmachen. Deswegen, auch die KI so in GTA 6 soll ja auch eine riesengroße Rolle spielen. Und durch Grafik und KI und so weiter, denke ich, könnte das VR-mäßig echt reinhauen. Beziehungsweise VR. Würde auf jeden Fall bocken, finde ich. Trust. Trust. Auch hier wieder der Tankstellenüberfall. Sehr, sehr gut gemacht. Und ich möchte auch nochmal sagen, so die Grafik, also hier so Grafik und ja, auch ein bisschen so am Anfang, finde ich wirklich mega geil. Also ich freue mich wirklich extrem auf GTA 6. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare raushauen und somit bleibt's gesund. Haut's rein. Ciao, ciao. Bis nächstes Mal und danke fürs Zuschauen.